herzlich willkommen in einem neuen Vlog von mir. Heute nehme ich euch ein bisschen mit auf Tour zu ein paar Terminen, wo ich war, ein paar Sachen, die ich gemacht habe diese Woche. Einmal gehen wir in ein Objekt, in ein großes, das die Kollegen von uns verkauft haben, mit dem wir die Continea GmbH gegründet haben. Da werden wir uns kurz anschauen, wie die Bude aussieht, was die so macht. Das war das erste Objekt, das die verkauft haben, ein ziemlich großes Objekt für über 5 Millionen Euro, also Respekt für den ersten Deal. Ganz okay, kann man mal machen. Danach sind wir in Sindelfingen unterwegs. Einmal im Inso in Sindelfingen, weil wir das gerade umbauen. Das ist unsere Bar in Sindelfingen, die aktuell natürlich wegen Corona nicht so aktiv ist. Da haben wir ein bisschen umgebaut. Da habe ich schon so die Impressionen, wie es aussehen wird. Muss ich mal Marci fragen, ob der überhaupt will, dass es online kommt. Schauen wir mal, ansonsten wird es einfach übelst unscharf zensiert. Und dann sind wir noch auf einer Baustelle. Da haben wir ein Objekt, das ist aktuell noch ein Gewerbe und es wird umgenutzt als Wohnfläche. Ansonsten habe ich ein paar Treffen heute mit ein paar Jungs, die auch im Immobilienbereich tätig sind und Unternehmer sind. Den werde ich mir ein bisschen unterhalten und heute Abend sind wir dann noch im Studio und machen ein bisschen Musik und machen ein bisschen Wodka danach. Haben noch ein Meeting mit unserer Wodka-Firma Runes. Full Day on Fire Day! Alter, das sieht richtig fresh aus. Hi. Na? Findest du auf deinem Papier ist weniger Textmarker? Noch zu wenig, ja. Ich habe mich auch gerade hübsch gemacht für dich. Colin ist halt der Oberbabo. Babo Executive Officer, also. Der Hauptdarsteller. Ich setze mich auf den Besucherstuhl. Ich habe dabei die Kamera hier und ein großes Stativ. Das heißt, wir können die hinstellen und so uns ein bisschen unterhalten. Am ehesten würde ich es so machen, vielleicht, dass ich euch ein paar Fragen stelle oder so und ihr halt ein bisschen was zu dem Gebäude erklärt und was da gelaufen ist und so. Ja, so hauptsächlich. Oder? Ja, wir haben jetzt gedacht, hauptsächlich, weil Colin weiß alles hundertprozentig, macht er halt das Video, wo er alles erklärt und dann hätten wir nochmal so ein Image-Video oder so gemacht, wo man nicht wirklich redet, sondern... Walking, ein paar Szenen zusammenschneiden. Ja, und dann oben noch von der Terrasse mit der Drohne. Colin, wo sind wir gerade? Heute sind wir Stuttgart Stadtmitte, Gerberviertel, ist ein ehemaliges Hostel. Und ihr seid ja jetzt in einer Dorflage hier? Genau, wir sind hier mitten im Dorf, wie man sieht, sehr schön ländlich. jetzt mal Spaß beiseite, es ist ja eine absolute Innenstadtlage, es ist ja ein Objekt, wo wahrscheinlich der ein oder andere eingesessene Makler in Stuttgart sich die Finger danach lecken würde. Ja, vermutlich. Ja, wir haben das eigentlich. Ich meine, wir haben uns ja auch so kennengelernt. Ja, genau. Wir haben das damals eigentlich gar nicht so wahrgenommen, sage ich jetzt mal. Also, ist klar, es war was Besonderes, aber wir hätten jetzt, das haben wir dann so mit der Zeit ein bisschen mitbekommen, dass es schon ein Objekt ist, wo sich der ein oder andere die Finger lecken würde danach. Ja, ja, man muss ja sagen, es hatten ja auch nicht nur wir, es hatten ja schon andere Makler auch. Aber das war ein bisschen schwieriges Objekt, da musste man dranbleiben, den Käufer zu finden. Jetzt habe ich nur so semi zugehört. Also klar, es ist ein großes Objekt, deswegen kostet es auch viel, logisch, die Lage macht natürlich viel aus. Aber was hat euch geritten, dann jetzt auf einmal zu sagen, jetzt fange ich an, hier den Immobilienmogul zu machen? Ja, weil also, wir wollten halt nicht mit der Wohnung starten, da setzen wir ja kein Statement. Genau, also wir hatten ja immer schon so ein bisschen die Gedanken, dass man halt was startet. Herr R. hat uns den Tipp gegeben anfangs, dass der jetzige noch Eigentümer überlegt zu verkaufen. Und da haben wir dann halt eben unsere Chance gesehen und gedacht, entweder alles oder nichts. Wir rufen den Eigentümer an, fragen, ob er verkaufen will. Und wenn er verkaufen will, ob er denn gerne mit uns zusammenarbeiten wollen würde. Du kannst ja nochmal von deinem ersten Gespräch erzählen. So war das lustig. Ja, das war lustig. Also ich war aufgeregt auf jeden Fall. Natürlich, wenn man weiß, dass man da mit Solventen und, was sagt man? Erfolgreichen Leuten. Vor allem mit erfolgreichen Leuten zu tun hat. Ist man natürlich als damals noch 21-Jähriger ein bisschen nervös, wenn man... Jetzt bist du natürlich sehr reif geworden und bist 22. Genau, jetzt bin ich... man muss ja sagen, wir hatten halt keine Referenzen, um dann zu so jemand hinzugehen und den davon zu überzeugen, dass ausgerechnet wir das jetzt machen. Stimmt, das kam auch noch dazu. Also da muss man auch nochmal Grüße ausrichten an denjenigen. Wir sind nach wie vor dankbar, weil wir hatten noch keine Firma gegründet, tatsächlich. Und haben trotzdem die Zusage bekommen vom Eigentümer, dass wir es für ihn vermitteln dürfen. Und ja, dann haben wir gegründet, eine Woche später. Und daraufhin haben wir direkt die Verträge unterschreiben lassen und dann haben wir Gas gegeben.
wollen wir anfangen? Im Fitnessstudio? Schau mir kurz die Baustelle an im Inso, wie das geworden ist. Ich habe gestern schon von Marci ein paar Bilder und Videos bekommen. Sieht schon sehr nice aus. Neues Farbkonzept, bisschen getunte Möbel, neue Sitzbezüge, neuer Boden, neue Bäder. Also schon einiges gemacht die letzten Tage. Weiter in ein anderes Objekt in Sindelfingen, wo wir die Umnutzung machen. Genau, das schauen wir uns mal kurz an. So, wir sind jetzt hier in unserer Fläche. Die wird umgenutzt. Das bedeutet, die war mal eine alte Druckerei, eher so ein Gewerbeobjekt, und die wird jetzt umgenutzt in Wohnfläche. Das sind ungefähr 300 Quadratmeter, das ist eine relativ große Wohnung. Im ersten Schritt werden wir erstmal alles rausreißen, das heißt, der Boden kommt raus. Der hat seine besten Tage gesehen, die Decken kommen raus. Es sind jetzt hier noch so Bürodecken, die da abgehängt sind da oben, und die kommen alle raus. Hier rechts hinter mir kommen die ganzen Sanitäreinrichtungen rein, und hier entlang der Wände. Hier, überall. Kommen bodentiefe Fenster rein. Genau, Baugenehmigung ist gerade in der Mache. Ich hoffe, dass die durchgeht, trotz Corona. Und werde ich euch updaten immer mal wieder, wie so der Baufortschritt ist. Und am Ende dann auch mal ein kleines Before and After machen. Was war davor, was ist danach, was ist das Ergebnis von der Umbauzeit. Ich denke, wir werden so 3-4 Monate brauchen, um das ganze Ding hier fresh zu kriegen. Und dann wird es wieder vermietet. Ich treffe mich jetzt mit einem Freund von mir, auch Unternehmer, eher so im Beratungsbusiness, aber auch an Immobilien interessiert. Wir tauschen jetzt ein bisschen aus und wir tauschen uns ein bisschen aus über die aktuelle Situation, Corona und so weiter, wie wir beide mit den Umständen umgehen und wie so die Next Steps sind. Die Termine sind jetzt vorbei. Noch kurz joggen, wenn das Wetter so nice ist. Jetzt geht's ab ins Studio. Jetzt kannst du deine Show nochmal machen. Ein paar Stunden, haben ein bisschen an der Musik rumgemacht und hatten ein Meeting mit Runes, sind da ein bisschen weitergekommen. Ja, war jetzt ein langer Tag. Jetzt gehe ich nach Hause.